In meinen Kritikvideos zum Blasphemieparagraphen kritisiere ich ja immer, dass religiöse Menschen nicht dem schrecklichen Gefühl der berechtigten Verärgerung ausgesetzt werden dürfen. Und dabei geht der vorhergehende Teil, dass da ja auch steht, es muss im Rahmen einer Verspottung und Herabwürdigung passieren, das bleibt da gerne unerwähnt. Diesen Teil möchte ich hier kurz nachholen, denn es ist meiner Meinung nach ein Teil, der das ganze Gesetz nur zynisch und hochgefährlich macht. Herabwürdigen und verspotten sind subjektiv besetzte Begriffe. Für einen Moslem mit entsprechender Ausrichtung verspottet eine Frau, die ihr Kopftuch nicht korrekt trägt, eine Sache, die den Gegenstand seiner Verehrung bildet. Und für ihn ist das Ärgernis zweifellos berechtigt. Und das unkorrekte Tragen der Verschleierung ein Akt der Verspottung und Herabwürdigung. Für hunderte Millionen von Muslimen weltweit ist die bloße Existenz von Nichtmuslimen ein berechtigtes Ärgernis und die bloße Existenz der Kuffar eine Verspottung ihrer Religionsgemeinschaft. Klar, noch ist die bloße Existenz als Kafir nicht illegal. Aber der Punkt ist folgender: Dieses Gesetz muss nicht umgeschrieben werden. Es kann genau in dieser Form zur permanenten Inhaftierung aller Nicht-Moslems genützt werden. Alles, was passieren muss, damit das passiert, ist eine Veränderung der Machtverhältnisse. Denn ein Nicht-Moslem, der nach der Haft immer noch Nicht-Moslem ist, bricht dieses Gesetz ja sofort wieder durch seine bloße Existenz. Das ist absurd und kein Richter würde jemals jemanden für seine bloße Existenz verurteilen. Echt? Schon alles vergessen?